Hunderte Besucher begaben sich in diesem Jahr wieder während der Osterfeiertage in der Energiefabrik Knappenrode auf Entdeckertour. Nach der Winterpause wurde am Karfreitag auch die Draisinensaison gestartet. Zum Auftakt gab es zwar nur die halbe Streckentour, aber auch dieses Angebot wurde reichlich genutzt. In den kommenden Wochen können sich Interessierte dann wieder auf die 2,6 Kilometer lange Rundfahrt begeben. Die Tour ums Museum dauert ca. eine Stunde und ist nach Anmeldung möglich. Passend zum Fest hatten Besucher der Energiefabrik auch die Möglichkeit, Ostereier selbst zu gestalten. Dabei entstand so manch kleines Kunstwerk durch das Auftragen von Kerzenwachs und Farbe.